wird das wieder so ein Superligaspiel. Frank Buschmann und Marty Breukmann hoffen das und kommentieren die Partie. Ja, der erste gegen den zweiten, Manni, ein absolutes Spitzenspiel. Beide gehen unbeirrt ihren Weg, ein typisches Sechs-Punkte-Spiel. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Die Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Ja, da kommt was auf uns zu. Die Chance. Der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Jetzt werden sie in Rückstand geraten, denn es gibt ihn, ohne Zögern, diesen Elfmeter. Und das völlig zu Recht, so darfst du in dieser Situation nicht zum Ball gehen. Dieser Elfmeter in dieser Situation muss einfach sitzen. Und das tut richtig weh. Er attackiert ihn, er will den Ball. Das sieht gut aus. Jetzt ins Tor. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Niemeyer. Und das macht er. Kopfball. Müssen wir wirklich darüber diskutieren? Nein. Strafstoß. Passiert die oft. Glänzend pariert dieser Elfmeter. Sensationell. Jetzt könnte es gefährlich werden. Per Kopfball. Und Achtung, genau hingeschaut. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Zweikampf um den Ballbesitz. Der könnte passen. Und der ist drin. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Nun Adrian Ramos. Dieser Eckball könnte jetzt zumindest die Vorentscheidung, wenn nicht gar die Entscheidung, herbeiführen. Geht er rein? Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Er gibt den Freistoß. Sie führen sofort aus. Also wenn Sie mich fragen, den hätte ich auch mit der Mütze von meiner Oma gehalten. So, es ist jetzt nicht mehr lange zu spielen und vielleicht bringt jetzt dieser Eckball die Vorentscheidung. Ja, das
Das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Dieses Spiel, es endet 1:0.